Ein herzliches Willkommen zum Taroskop mit Ella für die Woche 23. bis 29. November 2020. Allgemeine Legung im Bereich Beruf, Beziehungen, Erfolg und Privatleben natürlich. Wir wollen uns zuerst anschauen, was für alle los ist, und dann gehen wir in die jeweiligen Sternzeichen. Ich werde noch ein bisschen was erzählen, wenn du skippen möchtest. Ich werde das unten einstellen, sodass du sehen kannst, wo dann das Sternzeichen beginnt. So, wir wollen uns anschauen, was auch in der Woche los ist. Mondenergie, worauf man achten sollte, stimmungsmäßig, ja, dass man sich so ein bisschen darauf einstellen kann. Dann möchte ich nochmal auf die Kanalmitgliedschaft hinweisen. Ich hänge immer im Anhang ein Video an, wo du schauen kannst, wie das Ganze funktioniert, wenn es dich interessiert. Dann wollte ich noch ankündigen, was es im Dezember geben wird. Wir hatten letztes Jahr einen Adventskalender, sozusagen für jeden Tag. Und das werde ich dieses Jahr auch machen, nur dieses Jahr sieht es ein klein wenig anders aus. Es ist praktisch auch für jedes Sternzeichen etwas dabei. Und da könnt ihr euch drauf freuen. So, dann möchte ich noch mal darauf hinweisen, die Jahreslegung. Ich habe schon einige Aufträge hier und auch schon einige erledigt. Wer eine Jahreslegung möchte, bitte frühzeitig. Und ich habe auch noch das Angebot erweitert. Das heißt, wenn ihr selbst den Film, weil er so umfangreich ist, für ein ganzes Jahr nicht abspeichern könnt bei euch auf dem PC oder ihr habt kein Speichermedium, biete ich euch an, euch DVDs zu erstellen, jeweils mit dem Quartal. Das heißt, eine DVD, 3 Monate, das wären 4 DVDs. Und dazu bräuchte ich dann nochmal 25 Euro für den Versand. Die DVDs sind natürlich beschriftet und werden entsprechend auch gesichert verschickt. Also wenn es euch interessiert, meldet euch bitte per E-Mail. Noch ist das nicht auf der Webseite hinterlegt. Und wenn ihr vielleicht auch jemandem einen Gutschein schenken möchtet, ist das auch möglich. Es gibt besondere Gutscheine, die ich zur Verfügung stellen möchte, je nachdem, was ihr verschenken wollt. Dann schicke ich euch die auch zu. Dazu müsstet ihr natürlich rechtzeitig bestellen, in welcher Höhe, wie auch immer ihr das machen möchtet. Also was für welchen Preis ihr den Gutschein vielleicht haben möchtet. Die sind sehr schön und mit einer persönlichen Widmung. Und wenn ihr das möchtet, könnt ihr das im Vorfeld bestellen. Wie gesagt, bitte frühzeitig. Ich kann nicht garantieren, dass ich am letzten Tag vor Weihnachten das noch rechtzeitig schaffe. Aber dann natürlich mit Versandkosten. Und das müssen wir dann im Einzelnen besprechen. Nur falls ihr Interesse habt. So, das ist jetzt erstmal in eigener Sache. Wir kommen jetzt zu den Karten, die ich euch vorstellen möchte. Da haben wir einmal das Druidcraft Tarot für die Energien der Woche insgesamt. Für die einzelnen Tage habe ich das After Tarot. Das ist praktisch ein Tarot, was weitergeht. Dann haben wir das normale Rider-Waite-Tarot zur Klärung in klein. Ich hatte ja dieses Unboxing gemacht, habe neue Karten vorgestellt. Die werde ich heute verwenden für diese Legung. Ihr könnt mir dann in den Kommentaren gerne mitteilen, wie ihr das findet, ob euch das gefällt. Und dann haben wir natürlich wie immer auch das Krafttier dabei. Also das persönliche Krafttier für die Woche ist auch dabei. So. Dann wollen wir erstmal schauen, was astrologisch für, ich sag mal, das Kollektiv für alle drin ist. So, meine Lieben, was ist astrologisch in dieser Woche drin? Wir haben seit dem 21. die Sonne im Schützen. So, was haben wir für diese Woche zu erwarten? Mit Venus im Skorpion wird es leidenschaftlich. Es kann aber auch in Aggression ausarten. Es gibt ja Leute, die sich gerne streiten, weil die Versöhnung danach so schön ist. So in etwa müsst ihr euch das vorstellen. So, und Merkur und Neptun sorgen dafür, dass wir schon ein bisschen viel Fantasie und Kreativität haben alle. Das ist nicht schlecht. Und da kann man vielleicht auch über den Tellerrand denken und, ich sag mal, ganz gute Ideen haben. Mit Merkur und Pluto lassen sich die auch, ja, umsetzen, wenn man dran bleibt, wenn man sich wirklich Mühe gibt, also auch, ich sage jetzt mal, das wirklich schön und akkurat hinzukriegen.
Wir haben aber auch ein bisschen Streitpotenzial mit Venus und Uranus. Und da muss man aufpassen. Neptun wird am 29. direktläufig. Und da haben wir auch Merkur, Jupiter. Und da geht es um ja, Erkenntnisse, Dinge lernen, Dinge zum Abschluss bringen. Also ich sage jetzt mal im Bereich, sich weiterzubilden. Ja. Und ja, es lohnt sich auf jeden Fall, das zu einem guten Ende zu führen, dran zu bleiben, nicht aufzugeben, sondern die Dinge wirklich auch tatkräftig umzusetzen mit Liebe zum Detail. Ja, 23. Montag ist ein neutraler Tag. Das heißt, alles okay, alles im grünen Bereich. Und dann haben wir am Dienstag, dem 24., eine Zeit, um mal ein bisschen abzuspannen. Ja? Nicht zu übertreiben. Wir haben positive Energien. Wir haben ja, auf jeden Fall die Möglichkeit, uns selbst was Gutes zu tun oder miteinander. Ja? Mittwoch, Donnerstag sind wieder neutral. Freitag haben wir dann Vormittag so ein bisschen dicke Luft und dann am Nachmittag Erfolg in den Bereichen, für die wir uns einsetzen. Samstag ist wieder neutral und Sonntag ist wieder Erfolg. Also wenn man Dinge zum Beispiel auch privat machen möchte, dann ist da Samstag auch ein guter Tag, wenn man zum Beispiel Weihnachtseinkäufe machen will oder wenn man etwas basteln möchte oder Plätzchen backen, je nachdem. Also ein paar eigentlich ganz gute Tage. Man muss halt eigentlich nur an dem Freitagvormittag ein Stück weit aufpassen, dass man keinen Streit bekommt. Schauen wir uns jetzt an, wie das beim einzelnen Sternzeichen aussieht. Ein herzliches Willkommen, lieber Wassermann, zur Horoskoplegung mit Ella für die Woche 23. bis 29. November 2020. Ja, bis Dezember musst du dich noch gedulden, dann tritt auch Jupiter in dein Sternzeichen ein. Und bis dahin musst du dich auch ein wenig gedulden noch, ja. Denk an die ja, Ruhepausen, nicht zu viel auf einmal. Du hast positive Energien, die solltest du nutzen und das wird sogar zum Jahresende noch besser. Versuche eine gewisse Ordnung, Prioritätenordnung in dein Leben zu bringen, denn Uranus macht dich ein Stück weit ungeduldig und vorschnell handelnd. Und da musst du ein bisschen aufpassen, damit du da nicht Entscheidungen triffst, die du nachher wieder bereinigen musst. Ja, Neptun ist ohne Einfluss, Pluto auch, Mars lässt dich richtig powern. Du hast die Kraft, du hast die Energie, aber wie gesagt, deine Kräfte musst du vernünftig einteilen. Wir hatten jetzt Waage Venus, jetzt haben wir Venus im Skorpion. Und da solltest du auf das Thema Eifersucht einen Blick werfen. Ob du jemanden eifersüchtig machst oder ob, wenn du eifersüchtig bist, das könnte bis zum 15. Dezember ja, ein Thema sein bei dir. Vielleicht durch voreilige Handlungen, die unüberlegt erfolgt sind. Und danach geht die Venus in den Schützen, aber da sind wir ja noch nicht. Merkur macht dich oder hat dich auch ein bisschen misstrauisch gemacht, ja. Und du stehst dir ein Stück weit selbst im Weg, dadurch, dass du Probleme damit hast, ein bisschen entgegenkommend zu sein. Vielleicht solltest du überdenken, was du von anderen erwartest, ob du da ein Stück weit vielleicht kompromissbereiter sein kannst in dieser Woche. Ja, was haben wir noch für dich? Wir haben weiterhin, ja, das Wichtigste für dich jetzt auch bis Ende des Monats ist halt, dass du dafür sorgst, dass die Dinge geklärt werden. Wenn es Missverständnisse gibt in irgendeiner Form oder wo du die Vermutung hast, da bestehen irgendwelche Dinge, die nicht richtig sind, solltest du bis zum Ende dieses Monats dafür sorgen, dass die in die richtigen Bahnen laufen. Also das Gespräch suchen oder eben die Dinge klarstellen. Du fühlst dich danach auf jeden Fall besser. Schauen wir mal, wie das für diese Woche in den Karten aussieht.
lieber Wassermann, schauen wir uns jetzt an, was die Karten für dich haben für diese Woche. Es ist eine allgemeine Legung, wie immer. Das heißt, es ist mehr so die Wetterkarte der Energien, die dich begleiten, die dir begegnen und mit denen du dann vielleicht ein bisschen besser umgehen kannst, wenn du schaust. Aber das musst du wissen, ob das für dich in Frage kommt und ob du den ein oder anderen Ratschlag umsetzen möchtest. Ja, die Entscheidung und auch die Konsequenzen musst du ja selber tragen. So, was hast du von deinen Mitmenschen in dieser Woche zu erwarten? Was kommt dir an Energien entgegen? Die Veränderung, Transformation. Das ist die Außenenergie. Das kann sein, dass sich Dinge im Außen verändern, in deiner Umgebung, in deinem Job vielleicht und vielleicht auch bei einzelnen Menschen. Wenn es bei den Menschen ist, dann können die manchmal so ein bisschen unsicher sein, wo sie mit diesen Veränderungen hin sollen. Also sie sind noch nicht wirklich da angekommen, wo sie hinwollen, aber auch noch nicht von dem ganz weg, was sie bisher getan haben. Also ich denke mal, Veränderung ist das Leben an sich. Es ist ganz natürlich, aber es ist nicht immer für die Person vor allen Dingen leicht, damit umzugehen. Und wir haben ja gehört, astrologisch, wenn es Unklarheiten gibt oder du dir nicht sicher bist, solltest du für Klarheit sorgen. Und wenn jemand gerade in der Veränderung ist, kann das natürlich sein, dass du was vielleicht falsch verstanden hast oder umgekehrt. Und die Klärung wäre dann natürlich sehr hilfreich. Schauen wir uns an, wie du dich selbst siehst in dieser Woche, was dein Wunsch ist, was du erhoffst oder befürchtest, was gut ist für dich, was weniger gut ist und wie die Woche für dich ausgeht, lieber Wassermann. So, ich schaue noch mal eben. Okay. Pardon. Schauen wir uns jetzt an, was die Karten der einzelnen Wochentage für dich haben. Ich lege immer von Montag bis Sonntag und diese Energien gelten dann für die Woche. Das heißt, die Reihenfolge kann bei jedem anders aussehen. Also es wird nicht für jeden am gleichen Tag stattfinden, nur dass du das weißt. Und wir wollen bei dieser Gelegenheit natürlich auch schauen, wie deine Energie in dieser Woche ist. Wie gehst du auf deine Mitmenschen zu? Der Turm. Der Turm schafft Platz für Neues. Das heißt, du bist vielleicht dabei, gerade ja, auszurangieren, auszumisten, dein Leben zu vereinfachen. Oder du lässt unnötige Dinge hinter dir, also Verpflichtungen oder irgendwelche Verbindungen. Können natürlich auch Menschen sein, die dir nicht wohlgesonnen sind, die du hinter dir lässt, sowas zum Beispiel. Der Turm schafft Platz für Neues und ich denke mal, dass du da gerade so ein bisschen dabei bist zu klären, ja, was für dich relevant ist oder Priorität hat und was nicht so. So, dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Diese Reihenfolge, wie gesagt, von den Energien her kann variieren bei den Wochentagen. Das solltest du berücksichtigen. Also wenn dir das begegnet, wirst du das selbstverständlich auch merken. Die Energien der Vorwoche sind vielleicht auch noch relevant. Deswegen, ich habe die Vorwoche noch mal hinten angehängt. Du kannst schauen, wie die Energien vielleicht noch in diese Woche mit reinwirken oder wie die Vorwoche auch verlaufen ist. Also wenn du Interesse hast, es hängt noch mal hinten dran. So, und dann schauen wir uns jetzt an, wie du dich denn selbst siehst in dieser Woche. Der Eremit. Jungfrau-Energie bedeutet, dass man so ein Stück weit in sich geht und nach Dingen sucht oder Dinge, die man vielleicht auch schon längst vergessen hat, für sich nutzen kann. Also schöne Erinnerungen, Gedanken, Einstellungen, ja, Dinge, die dich voranbringen können, auch jetzt. Mit dem Turm haben wir ja die Energie des Aufräumens. Vielleicht räumst du auch in deinem Innenleben ein Stück weit auf, dass du da so ein bisschen für Ordnung sorgst, dir über ein paar Dinge klar wirst. Was wünschst du dir? Prinz der Stäbe, Begeisterung. Auch wenn es nur kurzfristig ist, du möchtest ein bisschen mehr, ja, Abenteuer, ein bisschen mehr, ja, Abwechslung vielleicht auch. Feuerenergie, ja, ist so die Energie des Optimismus, ein bisschen mehr Optimismus, ein bisschen mehr, ein bisschen Risiko eingehen können, ja. Was erhoffst oder befürchtest du denn? Prinz der Münzen, dass alles langsam geht,
man muss Geduld haben, ne? Das Übliche, dass man eben ja nur stetig durch ständiges dran arbeiten zum Erfolg kommt und dass das ewig lange dauert. Mit Saturn muss ich dir sagen, das kann gut sein. Ja. Gut für dich in dieser Woche ist die Königin der Schwerter. Das ist auch eine sehr schöne Energie. Du bist ja ein Schwert- oder Luftzeichen. Und da gehst du auch in dich hinein und klärst für dich Dinge. Du bist sehr realistisch und du gehst die Dinge sehr analytisch, logisch an. Nun musst du bedenken, Gefühle sind nicht immer logisch und analytisch, aber du gehst in dein Inneres hier und klärst das für dich. Und damit wirfst du natürlich auch alten Ballast ab. Schauen wir mal weiter. Nicht gut für dich ist die 5 der Münzen. Das ist so dieses Einigeln, weißt du? Sich zu Hause hinsetzen, Fernseh gucken, rauf und runter oder am Computer spielen. So gar nichts machen, ja? Das ist nicht gut für dich. Ja? Du bist ein sehr offenes, sozial eingestelltes Wesen und diese Tendenz sollte bei dir auch gehegt und gepflegt werden. Setz dich mit anderen in Verbindung, sprich mit anderen darüber oder sprich über andere Dinge, aber halte den sozialen Kontakt aufrecht, ja? Triff dich mit anderen, wenn möglich, oder Skype, was auch immer. Nicht ganz zurückziehen und einigeln. Ja? Der Ausgang in dieser Woche ist die 8 der Schwerter. Die 8 der Schwerter bedeutet, man fühlt sich in so einem Kreis gefangen hier. Ja? Das sind die vielen Gedanken, die auf dich einstürmen. Vielleicht von allen Seiten, vielleicht, ja, weil du zu sehr im Kopf bist. Und zu wenig in deinem Inneren. Dein Inneres ist dein Gefühl, das sind deine Bedürfnisse, das ist das, was du vielleicht so ein bisschen immer hinten anstellst, was du nicht in den Vordergrund rückst, weil es dich stört, weil es dir unangenehm ist, ja, wenn du dein Gefühl in Lauf lässt oder so. Schauen wir mal weiter. Wir haben die 3 der Kelche, Geselligkeit, ja, gut. Das kann von außen kommen, das kann jemand sein, der dich besucht oder sich bei dir meldet. Du bist gerade mit dir beschäftigt, du musst da ja jetzt nicht sofort irgendwas machen, aber du kannst ja der Person sagen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn du Abenteuer willst und was erleben, dann musst du natürlich auch dafür sorgen, dass du Gleichgesinnte treffen kannst. Ne? Am Dienstag haben wir das Gericht. Die Beurteilung der Situation, wie sie ist. Und sie ist wahrscheinlich wenig abenteuerlich oder aufregend und deshalb versuchst du da vielleicht dir klar darüber zu werden, was du ändern kannst. Am Mittwoch haben wir die 8 der Kelche. Das ist auch mit seinen Gefühlen arbeiten, also neue Wege zu gehen, sich vielleicht ein Stück weit zu öffnen. Dinge, die einem nicht viel gebracht haben, hinter sich zu lassen. Das ist auch sich auf den Weg machen, zu schauen, was ist in meinem Inneren, was ist unerfüllt, was möchte ich verändern, auch im Gefühlsbereich. Da brauchst du natürlich Geduld, das geht nicht so von heute auf morgen. Donnerstag, 10 der Schwerter, da haben wir auch Verletzungen, Kränkungen, Enttäuschungen. Du bist fast drüber hinweg, du wirst dir darüber klar, wie das vielleicht auch zustande kam. Und vielleicht hat das auch was, weil das Schwerter sind, damit zu tun, dass du dich oder jemand anders ja, verletzt gefühlt hat oder auch so ein Stück weit verraten gefühlt hat, ja, belogen, wie auch immer. Am Freitag haben wir den Hierophanten. Der Hierophant kann ein Job sein, es kann aber auch eine enge Bindung sein. Es ist so ja, eine Institution wie die Kirche, die Ehe, die Familie, was auch immer. Und da werden dir einige Dinge klar. Vielleicht wieder Verletzungen zustande kamen. Sich dann, sage ich mal, in seine 4 Wände zurückzuziehen und nichts mehr zu sagen, nichts mehr zu tun, ist natürlich nicht das Richtige. Samstag haben wir die 7 der Schwerter. Und die 7 der Schwerter ist die Diebstahlkarte. Das bedeutet auf der einen Seite, dass man versucht, mit etwas davonzukommen. Aber du siehst hier die Schlinge, die sich zuzieht, weil du nicht achtsam bist, weil du Dinge nicht beachtest, ja? Weil du sie verbergen willst oder weil du mit Worten verletzt und eigentlich dich selbst verletzt damit. Ja? Dich davonstehlst, vielleicht zurückziehst von etwas oder jemandem, aber eigentlich ist das keine Lösung.
Die sieben der Schwerter können natürlich auch Menschen sein, die dich verletzen wollen. Ja? Wegzulaufen ist auch keine Lösung in dem Fall. Ja? Am Sonntag haben wir den Herrscher. Der Herrscher ist die Energie. Ich habe das Sagen. Ich bestimme. Ich trage auch die Verantwortung. Ja? Kann zum Teil deine Attitüde sein, kann ein Vorgesetzter sein oder jemand in einer höheren Position. Ich sehe den Herrscher oft als die Person, die ganz alleine auf ihrem Thron sitzt, so ähnlich wie fünf der Münzen, der Rückzug. Und ja, die natürlich Angst hat, die Kontrolle zu verlieren, den Überblick. Jeder Herrscher braucht Menschen, die ihm auch die Informationen geben, die er braucht. Ja, und deswegen ist der Rückzug für einen Herrscher eigentlich keine Alternative. Und auch wenn er sich über alles Gedanken macht, zum Beispiel. Ne? Wenn das ein Vorgesetzter ist, dann könnte es bei dir darum gehen, du möchtest diesem Herrscher gefallen und weißt nicht wie. Oder wie du ihm was sagen oder mitteilen sollst. Ja. Also ich denke mal, wenn die Herrscherattitüde bei dir liegt, wirst du wahrscheinlich ein Stück weit davon abkommen in dieser Woche. Wir schauen uns das aber nochmal an. Ja, vielleicht versuchst du auch hier mit irgendwas davon zu kommen in Bezug auf eine, ja, ich sag mal, Herrscherpersönlichkeit. Oder es ist eine Sache, ja, die du nicht nach außen so zeigen willst. Wir schauen mal. Der Eremit ist deine Energie, so siehst du dich. König der Schwerter, deine Energie und vier der Stäbe. Ja, du bist zu Hause und denkst und denkst und denkst. Und wenn du schon denkst, dann solltest du versuchen zu meditieren, um den Kopf mal frei zu bekommen. Ja? Oder einfach mal dir was anhören. Es gibt genug auf YouTube, wo man sich schöne Dinge anhören kann, um einfach mal abzuschalten. Weil wenn du hier mit den acht der Schwertern in einem Gedanken gefangen bist, dann ist es Zeit, da auszusteigen. Der Prinz der Stäbe, das ist der Wunsch. Abenteuer, was erleben, Feuerenergie. Da ist die Hohepriesterin, das ist Intuition. Und da haben wir das Ass der Kelche, Eigenliebe. Und wie du siehst, dieses Ass der Kelche läuft über. Das bedeutet, die Eigenliebe, da bist du dir selbst dein bester Freund oder deine beste Freundin. Du sagst dir, was fehlt dir, was brauchst du, um dahin zu kommen? Was ist nicht da oder was kann man machen, um dass du dich besser fühlst, dass du ja, zufrieden bist? Ja? Und da hilft dir deine Intuition, die Hohepriesterin, ein Stück weit auf diesem Weg zu kommen. Und wenn der Kelch überquillt und du dich so akzeptierst, wie du bist, dich auch mit deinen Schattenseiten auseinandergesetzt hast, dann kannst du das Abenteuer finden. Und zwar nicht nur alleine, sondern auch mit anderen. Hoffnung und Ängste ist der Prinz der Münzen. Da haben wir die fünf der Münzen. Und da haben wir die sieben der Stäbe. Im Grunde willst du nicht alleine sein. Ja? Das ist vielleicht auch keine freiwillig gesuchte Einsamkeit. Ja? Vielleicht aber durch Umstände entstanden. Dann kannst du einen Weg suchen, um dich daraus zu befreien. Du bist gewappnet. Du bist dafür gewappnet, dass das Ganze auch noch was dauert und dass das nicht so schnell geht. Aber du solltest für dich selbst einstehen. Königin der Schwerter ist gut. Abwägen. Und cool bleiben. Sechs der Schwerter bedeutet, man geht vom Stress in ruhigere Gewässer. Und das kann bedeuten vom inneren ja, Gefühl, dass man vielleicht etwas tun sollte oder dass man nicht genug macht, um sich aus dieser Situation vielleicht ein Stück weit zu befreien. Und da werden dir sicherlich gute Ideen kommen, aber nur auch, wenn du dich mit deinem Gefühl beschäftigst. Fünf der Münzen, der Rückzug ist nicht gut, da ist die Obsession, ja, das ist die Übertreibung und die Vergangenheit. Es kann sein, dass du mit der Vergangenheit haderst, das tun viele Menschen. Aber um die Vergangenheit wirklich hinter sich zu lassen, dann muss man auch etwas dagegen unternehmen. Aber auch nicht übertrieben, sondern
in kleinen Schritten. Und dafür brauchst du den Prinz der Münzen, der dir sagt, du bist gut so, wie du bist. Was wir verbessern können, werden wir verbessern. Wir werden dahinter blicken. Und dann suchen wir dir das Abenteuer. Ja? Das, was du brauchst, das, was du suchst. Es gilt, herauszufinden, was du auch gefühlsmäßig brauchst. Nicht nur intellektuell. 8 der Schwerter, 3 der Münzen und die Mäßigkeit. Wunderbar. Die 3 der Münzen ist Team. Wir bilden ein Team. Und die Mäßigkeit ist die Schütze-Energie. Das bedeutet, Intellekt und Gefühl in Einklang zu bringen. Ja, so in seiner inneren Mitte zu sein. Zu wissen, das läuft nicht gut und das läuft nicht gut, dann muss ich das machen, damit ich das erreiche. So, die Planung. Und da kannst du dir auch Hilfe suchen. Ja? Und das kann natürlich auch jemand in einer gehobenen Position sein. Jemand, der Lebenserfahrung hat vielleicht. Oder jemand, der als Vorbild dient zum Beispiel. Was haben wir hier mit den 3 der Kelche? 9 der Kelche und König der Kelche. Das ist eine schöne Energie. Du bist mit dem Eremiten zu Hause vielleicht und klärst das und möchtest doch gerne mit anderen zusammen eine schöne Zeit verbringen. Charme versprühen, lachen, Freude haben. Das wäre, glaube ich, so das, was dir vorschwebt. Und um dahin zu kommen, musst du wissen, warum du das nicht in Angriff genommen hast bisher und was du tun kannst, um es zu realisieren. Das Gericht. Page der Stäbe und 10 der Schwerter. Der Fokus liegt hier auf den Verletzungen. Die haben wir ja hier auch. Das Gericht ist immer eine objektive Beurteilung. Das heißt, wenn du eine Situation hattest in der Vergangenheit, die unschön war, solltest du diese von allen Seiten beleuchten. Wie der Gehängte. Also deine Auffassung der Dinge, die Auffassung der anderen. Fokussiere dich darauf, möglichst unbeeindruckt oder unbeeinflusst zu sein von deiner eigenen Meinung. Wenn das jemand schafft, dann bist du das, lieber Wassermann. Und die Dinge zu sehen, wie sie auf der einen wie auf der anderen Seite ausschaut. Ja? Oder ausschauen. So. Und dann versuche es auf eine andere Art. 8 der Kelche, 7 der Schwerter und Ass der Münzen. Da haben wir sie wieder, die 7 der Schwerter. Du willst deine Gefühle nicht zeigen. Du willst sie nicht nach außen zeigen. Du möchtest aber neu beginnen. Du möchtest es anders machen. Okay, vielleicht ist noch ein bisschen Arbeit notwendig mit den 10 der Schwerter. Da ist das Gericht wieder. Und da ist die 7 der Kelche. Es bedeutet, du musst mit irgendeiner gefühlsmäßigen Sache beginnen. Sagen wir mal, mit einem Hobby, was dir am Herzen liegt. Sagen wir mal, du hast das heimliche Bedürfnis zu singen. Nur mal so, um ein Beispiel zu nennen. Ne? Dann fang damit an. Hör dir Musik an, sing mit zu Hause und du siehst, wie deine Laune besser wird. Beurteile die Situation, wie sie ist. Was möchtest du? Ne? Du kannst nicht alles auf einmal machen, aber du kannst mit einem dieser Kelche beginnen. Oder du möchtest etwas lernen, dich interessiert Wissenschaft. Beginne damit, was dir Freude macht. Ja? Und ja, die Verletzungen, die Enttäuschungen werden dadurch natürlich nicht weggehen. Sie werden heilen, ja. Aber du gehst die Sache auf eine andere Art an. Du willst es aber nicht nach außen, also mach es erst für dich. So, und dann haben wir den Hierophanten. Da ist die 10 der Kelche und da ist der Turm. Da ist der Turm. Gefühl, entweder, ja, Gefühle, die da sind, die du vielleicht nicht mehr haben möchtest. Aber wie ich dir schon sagte, Gefühle kannst du nicht mit Logik lösen oder auflösen. Der Turm bedeutet, die Gefühle suchen sich auch, wenn du noch so logisch und analytisch bist, ihren Weg. Und sie werden erscheinen. Aber sie machen Platz für etwas Neues. Vielleicht für ein neues Hobby. 7 der Schwerter. 8 der Stäbe. Und Ass der Schwerter. Es wird Zeit, darüber zu sprechen. Klar und deutlich, vielleicht auch sachlich, darüber zu sprechen, was du bisher verborgen hast. Was du nicht zeigen wolltest.
Und dann haben wir den Herrscher. Da ist die 8 der Schwerter und da ist die Herrscherin. Vielleicht ist das auch, du wolltest etwas nach deinem Willen kreieren. Kommst aber aus diesem Gedankenchaos nicht raus, weil deine Gefühlswelt Achterbahn fährt. Und die Herrscherin ist auch jemand sehr Gefühlvolles. Wir vergleichen sie mit Mutter Natur, alles was fruchtbar ist. Ja. Du hast dir sozusagen dadurch, dass du überall die Kontrolle haben wolltest, so ein bisschen dein eigenes Gefängnis gebaut. Es wird Zeit, die Dinge, die du gerne tun willst, anzugehen und diese fruchtbar zu machen. Nicht die negativen Gedanken oder dieses an einem Gedanken permanent festhalten. Und was ich auch vermute, die Kontrolle ist dir wichtig. Und die Kontrolle ist das, was dich in den 5 der Münzen hält. Ja, weil wenn du nicht die Kontrolle hast, willst du nichts riskieren. Wenn du nichts riskierst, hast du kein Abenteuer und keinen Spaß. Ja, das ist so ein Kreislauf, den du verlassen sollst. Schauen wir uns mal an, was die erste Orakelkarte sagt für den Wassermann in dieser Woche. Wir haben deine männliche Kraft. Schauen wir uns das mal an. Das ist aus dem Kartendeck im Herzen Lemurias. Deine männliche Kraft. Deine männliche Kraft. Liebe, die du bist, erstrahlt wieder in deinem Leben. Frei und ungebunden in der Wahrheit deiner Seele dehnst du dich aus. Veränderst alte Strukturen der Männlichkeit, die du aus dem Kollektiv ungefragt übernommen. Zum Wohle von allem, was ist und zu deinem eigenen Wohle. Die große weibliche Kundalini-Kraft von Shiva und Shakti vereint, erleuchtet dein Leben. Der blaue Planet steigt auf in eine neue Dimension und du erfährst das Paradies auf Erden. Du bist ein Mann der neuen Zeit. Shiva ist in seiner heiligen männlichen Kraft in dir erwacht. Ja, die männliche Kraft beinhaltet auch, dass du das Weibliche anerkennst und dass du das zulässt. Das Weibliche wäre jetzt hier die Herrscherin. Nimm es auf in deine Denkweise, in deine Gefühlswelt, in dem, wie du handelst, ja, und akzeptiere es. Akzeptiere auch die Liebe, die du für etwas oder jemanden hast, ja. Scheue dich nicht, das auch zu zeigen. Erstmal dir selbst. Und dir darüber klar zu werden mit der Königin der Schwerter. Und sei entspannt. Wir haben die Nachtigall. Die Liebe ist allgegenwärtig. Ja? Und das ist eben das Gefühl, das sich in Intellekt nicht einsperren lässt. Und du kannst dir damit natürlich auch, ich sag mal, die Zeit verschönern, wenn du dir Hilfe suchst, Unterstützung, Gleichgesinnte suchst, dass du die schönen Dinge auch erleben kannst. Ich lese mal vor. Die Nachtigall. In der Dunkelheit der Nacht singt der Geist der Nachtigall sein Lied von Liebe und Hoffnung als ein Bote der Morgendämmerung, der dich daran erinnert, dass bald wieder die Sonne aufgehen wird. Du wirst geliebt und das die Helligkeit beschwörende Lied der Nachtigall ruft dich auf eine neue Ebene der Selbsterkenntnis und der Verbindung mit dem Licht. Gewiss gibt es Dunkelheit und Schatten, aber Liebe und Wohlergehen sind überall, sogar im vermeintlich leeren Raum und in der Dunkelheit einer sternenlosen Nacht. Erhöre die Nachtigall mit ihrer Botschaft und lass den Wohlklang ihres Liedes dich daran erinnern, dass die Liebe allgegenwärtig ist. Spüre sie in dir und vertraue darauf, dass du im Licht des kommenden Tages aufs Neue erkennen wirst, dass der vermeintlich leere Raum von Liebe und Überfluss erfüllt ist. Schon bald wird es wieder heller um dich sein. Also, du musst es nur zulassen. Du musst es nur für dich erkennen, erstmal wahrnehmen, spüren und dann auch zulassen. Ja, für dich einfach annehmen. Also das Weibliche ist ja das empfangende Prinzip und das Männliche ist das gebende Prinzip. Ohne das Empfangende kannst du das Gebende nicht geben. Das Ass der Kelche ist ja Eigenliebe konzipieren. Eigenliebe für das, was man in sich trägt. Und das ist ja Liebe für etwas, für jemanden, für ein Hobby, für eine Arbeit, für eine Person. Ja? Und diese Liebe ruhig wachsen lassen. Und vor allen Dingen als allererstes Mal für dich selbst, dich anzunehmen, wie du bist. Mit allen Fehlern, schlechten und guten Eigenschaften, die du hast. Und dann zu sagen, ja, das und das kommt da und daher.
die und die Situation hat mich verletzt. Was mache ich daraus? Was mache ich mit meinem Gefühl, was ich dazu habe? Ja? Und wie gehe ich damit um? Und das ist eine ganz tolle Energie für Veränderung. Und wir haben ja im Außen auch Veränderungen bei dir in den Turm. Das heißt, du lässt deine Kontrolle, denke ich, endlich mal los. Ja? Du lässt los der negativen Gedanken und auch der immerwährenden gleichen Gedanken, weil du dein Gefühl immer außer Acht lässt. Ja? Und es ist klar und wichtig, darüber zu sprechen, was dir vielleicht widerfahren ist und was in deinem Kopf umhergeht. Also deine Gedanken zu äußern, zu teilen mit jemandem, der dir gerne vielleicht zuhört. Sich zurückzuziehen und der Vergangenheit für alles die Schuld zu geben, das ist keine Lösung. Ja? Aufzustehen und zu sagen, mit dem, was ich jetzt habe, versuche ich es besser zu machen. Das ist wahres Heldentum. Ja? Und zu sagen, ich werde mich annehmen, wie ich bin. Das, was ich verändern kann, werde ich verändern, verbessern für mich ganz allein. Und wenn ich dann spüre, dass ich weit genug bin, gehe ich auch nach außen. Ja, das heißt, du wirst nicht gehetzt, niemand will dir irgendwas, aber es wäre gut, wenn du über die Dinge, die dich belasten oder die ja, vielleicht auch, sag mal, Eingebungen oder Gedanken sind, die du gar nicht beweisen kannst. Du solltest darüber sprechen, um der Wahrheit auf die Spur zu kommen. Die Acht der Stäbe sagt das ganz klar. Das, was verborgen ist, der verborgene Gedanke, kann ja nicht geklärt werden. Du kannst es nur klären, wenn du nach außen gehst und für Klärung sorgst. Ja? Also, mein lieber Wassermann, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, dass du deine Gefühle nicht unterdrückst. Oder zumindest versuchst, sie ein Stück weit mit zu berücksichtigen, denn sie werden sich immer wieder melden. Und solange du das nicht bearbeitet hast, was dich beschäftigt und was dir vielleicht auch negative Gedanken so bringt, solange werden die auch nicht vergehen, die negativen Gedanken, und solange kannst du deine Freiheit nicht genießen, denn du bist gefangen in diesen Gedanken. Ja? Ich hoffe, das war hilfreich. Du kannst was damit anfangen. Du kannst deine Veränderung, deinen Turm bewirken, damit du aus diesem ja, Kreisel, wo war er hier, dass du aus diesem Gedankenkreisel rauskommst. Das wäre sehr wichtig für dich und auch für alle, die dich lieb haben. Also, wenn du magst, schreib es gerne in die Kommentare, wie das für dich in der Realität wirkt. Ich würde mich freuen, du musst nicht alles beschreiben, aber vielleicht, ob dir das ein bisschen geholfen hat und vielleicht, was du gemacht hast. Da können sich andere vielleicht auch wiederfinden und vielleicht einen Tipp annehmen. Und dann, wenn es hilfreich war, würde ich mich über ein Däumchen hoch sehr freuen. Ja, fühl dich gedrückt, ja, und lass es zu, ich glaube, es ist gut für dich. Und wenn du magst, sehen wir uns dann nächste Woche wieder. Alles Gute. Tschüss.